Da mag jede einzelne Organisation zum Zeitpunkt ihrer Schaffung eine spezifische Lücke gefüllt haben und ein Bedürfnis nach breiterer Aufstellung gestillt haben, aber weil man unterlassen hat, dafür an anderer Stelle etwas abzuschaffen oder klarer zu strukturieren, ist das Gesamtsystem völlig unübersichtlich und, ich muss das leider sagen, absurd bürokratisch geworden. 20% der Weltbevölkerung konsumieren 80% der Ressourcen. Und wenn alle Menschen unseren Ressourcenverbrauch hätten, bräuchten wir mehrere Planeten in Reserve, die wir nicht haben. Das normative Projekt der Vereinten Nationen muss, wenn man es zu Ende denkt, auch unser westliches Wirtschafts- und Gesellschaftssystem hinterfragen. Wir brauchen also auch hier eine neue Idee der Selbstbeschränkung, und zwar nicht der politischen, sondern der materiellen. Dabei geht es nicht um einen ökologischen Calvinismus, wie Peter Sloterdijk einmal spottete. Es geht um die Frage, ob wir möglicherweise Lebensqualität dadurch gewinnen können, steigern können, dass wir unser Glück weniger von materiellen Zuwächsdingen und ihren Zuwächsen abhängig machen und indem wir dem Hamsterrad der fortwährenden Konsumsteigerung entkommen. Die Menschheit hat all das Wissen, all das Geld, all die Technologien, die nötig ist, um die extreme Armut zu beenden. Und es wäre arg bequem gewesen zu sagen, so weit wollen wir uns nicht strecken. Kann man Ihre Arbeit von Ihnen, ich schätze Sie als Vordenker, irgendwo... Mein Name ist Karl Beatty, Herr Präsident. Herr Bundeskanzler Schüssel hat zuerst gesagt, Sie haben eine Doktorarbeit geschrieben über die menschliche Arbeit und die Maschinenarbeit. Das ist, glaube ich, ein Problem, wo unsere jetzige Koalition schon wieder zum Kämpfen beginnt. Was wird wie besteuert? Kann man Ihre Arbeit von Ihnen, ich schätze Sie als Vordenker, irgendwo nachlesen oder können Sie die wohl ins Internet stellen? Ich glaube, das wäre, ich weiß nicht genau, was drin steht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie das damals gesagt haben, was sich viele, viele Regierungen in Österreich schon heruntergerauft haben, den Unterschied menschlicher Arbeit und Maschinenarbeit. Die zweite Frage mit meiner Doktorarbeit, da kriegen Sie nicht alle Antworten, die ist... Das ist schon eine Weile her. Dort hatte ich mich auseinandergesetzt mit der Frage, wie technischer Fortschritt Arbeitsplätze gefährdet. Und die Antwort war in zwei Teile, ein quantitativer Teil und ein qualitativer Teil. Der quantitative Teil war diese Frage und die beantwortete ich damals, das ist ja klar, wir können mit Wirtschaftswachstum sozusagen vermeiden, dass es eine große globale Arbeitslosigkeit gibt. Diese Antwort die stimmt immer noch, aber ich will was ganz Wichtiges hinzufügen. Wir müssen, und das habe ich angedeutet in meiner Rede, wir müssen in den reichen Ländern verstehen, dass bloßes Wirtschaftswachstum im materiellen Sinne, mehr Autos, mehr Kühlschränke, mehr größere Wohnungen, nicht mehr möglich ist, das zu vereinbaren mit dem notwendigen Wachstum, das wir in den armen Ländern brauchen und in den Schwellenländern. Also müssen wir diese These, Wachstum hilft, sehr differenzieren, wo soll es wachsen, was soll wachsen. Ich bin eindeutig der Meinung, wenn wir einen Weg fortsetzen würden, wie vor allen Dingen in den 90er Jahren und in den Anfang der 2000er Jahre, wo wir praktisch das Finanzwachstum genommen haben als Treiber für reales Wachstum. Die Krise hat gezeigt, das ist keine Antwort. Und meine Befürchtung ist, dass die Lehre aus der Krise immer noch nicht richtig gezogen wird. Weil schon wieder glaubt man, man kann alles durch Finanzierung regeln, auch durch Gelddrucken regeln, dass eben Finanzierungsfragen leichter lösbar macht, aber am Ende möglicherweise schon jetzt wieder die Ursachen für die nächste Krise legt. So, das zum Wachstum. Also die Doktorarbeit ist wahrscheinlich immer noch in den Universitäten irgendwo.
persönliche Dinge der Arbeit hin, aber ich weiß, dass solche Dinge brauchen so lange, bis sie kommen und das kommt jetzt wieder. Das Problem ist, da braucht es immer wieder. Danke für das Verständnis. Geht schon vor.